Mein Name ist Herr Boris Weichsel. Ich mache die Führung im Wasserwerk Blüder. Jetzt mittlerweile seit 3 Jahren. Macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also im Wasserwerk Blüder dauert eine Führung 1 bis 1,5 Stunden. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß die Gruppen sind. Daraus ergeben sich dann auch mehr Fragen oder weniger Fragen und welche Altersstruktur. Also ganz verschieden. Jede Führung ist anders und jede Führung macht Spaß. Im Wasserwerk Glüder gibt es zu sehen die Filterhalle. Das ist ganz was Tolles, sehr eindrucksvoll. Viele große Filter. Es gibt eine Neuheit, die es seit 2 Jahren erst hier im Wasserwerk Glüder gibt. Besonders interessant für Menschen, die das Wasserwerk vielleicht schon mal in ihrer Kindheit besucht haben. Nämlich die Vorfilterhalle. Und ansonsten gibt es das Gehirn des Wasserwerks. Das ist etwas ganz besonders Tolles, denn da laufen alle Daten aus dem Wasserwerk zusammen. Da findet die Kommunikation mit den Filtern, den Mitarbeitern und dem Ganzen drumherum statt. Im Jahr mache ich etwa 20 bis 25 Führungen. Das sind vornehmlich Schulklassen, aber auch Wandergruppen oder interessierte Bürger, teilweise auch aus Hahn, viele auch aus Witzelden, die meisten aber aus Solingen. Es gibt Stollen, die gehen in die Staumauer rein. Und diese beiden Stollen wurden in der Mauer miteinander verbunden. Dann sieht man ganz genau, bis dahin ist die Talsperre voll und darüber kommt nie Wasser hin. Auf der Krone, das wissen Sie vom Rübergehen, 5 Meter. Was schätzen Sie unten in der Sohle? Wie dick ist die Staumauer? 12 Meter. 30 Meter. Das ist genau, es sind so 36,5 Meter. Also im Wasser kann man jetzt noch was machen. Jetzt können Sie abschließen. Es bleibt drin. So, dann können wir jetzt los.